Der Meisterschaftsauftakt in der dritten Liga ist geglückt, auch wenn es mit 4 Spielen nur eine Rumpfrunde gegeben hat. Herzlich willkommen zur dritten Liga hier bei uns auf krone.tv. Corona war natürlich auch in der ersten Runde der neuen Saison ein Spielverderber. Gleich 2 Partien mussten abgesagt werden. Der Wiener Sportclub konnte sein Heimspiel gegen Machfeld-Mansdorf ebenso wenig austragen wie Titelkandidat Stripfing gegen das Team Wiener Linien. Die weiteren 4 Partien, die gingen aber reibungslos über die Bühne und da kommen wir auch gleich zum ersten Spiel. Es ist ein ganz besonderes Duell und das nämlich für Matusz Paugner, der Torjäger. Er spielte letzte Saison für den ersten Wiener Neustädter SC. Jetzt trägt er das Dress von Bruck an der Leiter und will auch bei der Sandner Elf voll einschlagen. Die erste Möglichkeit gibt es ausgerechnet gegen den Ex-Club Wiener Neustadt. Gastiert also in Bruck an der Leiter. Die Heimstärke, das soll die Brucker Waffe sein in der neuen Saison. Im Spiel gegen Wiener Neustadt haben aber die Gäste die erste Möglichkeit. Almir Mujkić war das. Gefahr für das Tor von Christopher Stadler. Hat es aber keine eingebracht. Mario Sandner schaut seinen Mannen genau auf die Beine. Er sieht nämlich dann diese Möglichkeit. Nikola Ivic, sein Schuss aber knapp am Tor vorbei. Philipp Klar muss noch nicht eingreifen, aber in den nächsten Minuten sehen Sie, er wird alle Hände voll zu tun haben. Jürgen Burgermeister warnt vor dem Freistoß und dann ist der Nachschuss von Varsani scharf, aber nicht platziert. Klar, kann mit Hilfe seiner Mannen, seiner Vorderleute die Aktion klären. Die Heimischen bleiben aber am Drücker. Lechner mit der Hereingabe. Thomas Bokay auch wieder mal mit vorne und dann ist es wieder Ivic. Sein Schuss aber dann deutlich übers Tor. Aber die Brucker zeigen, sie wollen hier unbedingt gewinnen. Dann Ballverlust der Neustädter. Die holen sich den Ball aber wieder zurück. Und dann ist Lechner der Zweikampfsieger. Ivic, herrlicher Pass auf Paugner. Und das ist ein Ex-Neustädter. Erste brandgefährliche Situation im 16er der Neustädter. Matusz Paugner mit der Nummer 9, der Torjäger. Solche Bälle verwertet er normal. Philipp Klava am Posten. Bürgermeister korrigiert in seiner Abwehr. Oder mit der Ecke. Nächste Möglichkeit. Mario Sara war's. Und dann gibt's Elfmeter. Nach einem Handspiel eines Neustädters gibt's Elfmeter für die Brucker. Hier noch einmal. Sara spitzelt da den Ball weg. Matthias Binder an den Arm. Matusz Paugner verwertet trocken zur Führung. 1:0 für Bruck an der Leiter. Klar, hat zwar die Ecke erraten, aber zu präzise der Strafstoß von Paugner. 1:0 also nach 34 Minuten für die Heimischen. Und der Ex-Torjäger war es. Der Neustädter, der die Brucker hier in Führung brachte. Aber die haben nicht aufgehört, offensiv weiterzuspielen. Wieder Almir Mujkić und wieder geht der Ball nur knapp drüber. Eher ein Aktivposten im Offensivspiel. Der Neustädter Mario Sandner schaut sich den Eckball an und Stadler verfliegt sich da und am zweiten Pfosten. Abner Brenki war das. Der erwischt den Ball aber nicht mehr. Die beste Ausgleichsmöglichkeit für die Gäste. Ivic, der bringt da den Ball zur Mitte. Klar faustet den Ball weg und dann ist es Marco Elbel, sein Schuss. Geht aber am Tor vorbei. Gute Aktion der Brucker. Nächste Standardsituation. Natürlich wieder Ivic. Zirkelt da den Ball herein. Unachtsamkeit vor dem Tor der Neustädter. Und dann ist es André Nezina. Der knallt da das Leder ins Tor. 2:0. Quasi mit dem Pausenpfiff. Klar, ohne Abwehrmöglichkeiten. Nezina mit roher Gewalt. 2:0 also für die Brucker. Und das ist auch der Halbzeitstand in diesem Spiel. Dann wieder nach dem Seitenwechsel ein Freistoß. Ivic, Paugner, Tor. 3:0, so einfach geht's. Matusz Paugner zum zweiten. Auf den hat man ganz vergessen da hinten, aber das müssten sie am besten wissen, die Neustädter, dass man den da nicht so alleine stehen lassen darf. Den macht er. Die Neustädter reklamieren zwar abseits, bringt aber nichts ein. Der Treffer zählt, 3:0 für Bruck. Könnte schon die Vorentscheidung gewesen sein. Die Neustädter aber im Vorwärtsgang. Das ist Binder.
Gut gemacht. Und dann ist es Stadler im Tor der Brucker, der den Ball über die Latte dreht. Mario Sandner will ein bisschen mehr Defensive sehen von seiner Mannschaft. Nächste Möglichkeit der Neustädter. Aber Christoph Leitgebs Kopfball war keine Gefahr für das Tor der Brucker. Die Zuschauer können zufrieden sein. Sie sehen ein 3:0 ihrer Mannschaft. Die Heimischen führen. Elbel mit Diviljak im Angriff. Elbel, herrlicher Pass in den Lauf von Kondrolik. Aber der bringt den Ball nicht zum 4:0 unter. Klar hat er was dagegen. Der Eckball bringt nichts ein für die Brucker. Gut gemacht von Kondrolik. Bürgermeister sitzt da schon eher gelassen, sieht die nächste Möglichkeit. Herr Brucker, Ivic auf Albert Kautz, der ist eingewechselt worden, sein Kopfball geht aber deutlich am Tor vorbei. Dann ist es wieder Binder, auch eher auffällig im Neustädter Spiel. Kann aber alleine auch nicht die Niederlage verhindern. Ein guter Schuss nochmal, Stadler geht da auf Nummer sicher. Matthias Binder. Im Dress der Neustädter. Einen haben wir noch, Dennis Beitsch mit dem Freistoß, aber der geht auch daneben. Die Neustädter verlieren den Auftakt im Bruck an der Leiter mit 0:3 und müssen sich gehörig steigern. Matusz Bogner, der Matchwinner, mit einem Doppelpack. Ein Doppelpack von Paukner und erstmals ein Spiel zum Meisterschaftsstart gewonnen. Die Brucker können mit dem 3:0 über den ersten Wiener Neustädter SC mehr als zufrieden sein. Die neu formierte Elf von Trainer Jürgen Burgemeister braucht sichtlich noch ein bisschen, um in der Liga anzukommen. Machen wir gleich weiter mit dem nächsten Spiel. Und da treffen in Wien-Meidling im Duell der Geißböcke zwei alte Bekannte aufeinander. Immerhin schnürten Wiener Viktorias Toni Polster und Admira Juniors Coach Patrick Helmes insgesamt 263 Mal ihre Schuhe für den ersten FC Köln. Dieses Mal stehen sie sich aber als Trainer gegenüber. Während die Südstädter mit einer Teenie-Truppe am Kunstrasen antreten, setzen die Meidlinger etwas mehr auf Routine. Vor dem Spiel bekam Helmes auf alle Fälle schon einmal ein Küsschen vom Geißbock. Vielleicht war es ja auch schon der Siegerbussi. Toni Polster und Wiener Viktoria treffen auf die Admira Juniors und Patrick Helmes. Die Meidlinger mit dem ersten Angriff. Matero auf Heiniger. Herrlich gemacht, Heiniger. Und dann dieser Abschluss. Toni Polster rauft sich seine weißen Haare. Unfassbar, diese Chance zu vergeben. Da war nicht einmal eine Minute gespielt. Heiniger, herrlich gemacht. Nur der Abschluss, eine Katastrophe, da kann Toni Polster auch gar nicht hinschauen. Der ehemalige Goalgetter, seine Mannen mit der nächsten Möglichkeit, Bakici auf Matero. Nächste Chance vergeben, die Admiraner müssen jetzt aufwachen, sonst überrollt sie der Meidling Express. Und das machen sie auch. Gartner und Zirkovic holen sich da den Ball von Lazarevic, immer noch Zirkovic, der probiert es aus der Distanz. Günter Amperger am Posten. Aber Alexander Zirkovic wird noch des Öfteren im Mittelpunkt stehen. Jetzt aber ein anderer, nämlich wieder Amperger. Filip Ristanic, sein Freistoß, den kann Amperger zur Ecke abwehren. Gute Aktion der Admiraner. Patrick Helmes lautstark an der Outlinie. Fast 90 Minuten lang. Gartner mit dem Chip auf Kronberger und das ist natürlich Handspiel. Kazanzi zeigt es an, Handspiel eines Meidlingers. Bagici was. Kronberger mit dem Schupfer, Bagici mit dem Handspiel. Kazanzi zeigt auf den Punkt. Alex Zirkovic macht 1:0 am Berger, ärgert sich. Warum sehen wir in der Wiederholung? Zirkovic trifft auf jeden Fall für die Juniors und macht die Führung 1:0 für die Helmes Elf. In der Wiederholung sehen wir jetzt, warum sich Günther Amperger da ärgert und gegen die Stange tritt. Der Ball ist unter dem Bauch durchgegangen. Dann wieder die Admira Gartner. Nächster Freistoß, Zirkovic. Nächste tolle Möglichkeit für die Juniors. Die Südstädter kommen jetzt immer besser ins Spiel. Und Patrick Helmes feuert seine Mannschaft weiter an. Gartner,
Das ist wieder Zirkovic. Wer sonst? Zirkovic. Einmal angedeutet, nächster Schuss, knapp drüber. Toni Polster hat schon ein paar Sorgenfalten im Gesicht. Denn die Admira kommt schon wieder. Zirkovic setzt sich da durch gegen Milutinovic. Der will ihn abdrängen, schafft's nicht. Immer noch Zirkovic. Und das waren Millimeter. Maniček beschwert sich da bei Zirkovic. Der hätte aufspielen sollen, aber gut gemacht. Vom Offensivspieler der Admira. Halbzeitstand also 1:0. Für die Admira durch den Elfer von Zirkovic. Zweite Halbzeit, Lazarevic mit dem weiten Einwurf. Guter Schuss, da ist auf einmal Heiniker ganz frei. Rutscht am Ball vorbei. Riesenchance, wie schon zu Beginn des Spiels für Lukas Heiniker. Wieder kein Tor für die Meidlinger. Lazarevic, nächster hoher Ball in den Strafraum. Kopfball von Rauchecker, geht aber weit übers Tor, keine Probleme. Für Christoph Haas im Tor der Juniors. Dann Milutinovic mit dem Wechselpass. Gut gemacht und dann gibt es auch hier Elfmeter. Viktor Petrovic mit der Hereingabe. Und Kazanzi zeigt schon wieder auf den Strafstoßpunkt. Das war aber umstrittener Handspiel von Kohler. Hat er hier gesehen, dann kommt auch noch der Assistent hinzu. Die Admiraner können es nicht glauben. Dann gibt es noch ein Gespräch zwischen Schiedsrichter und Assistent. Und Schiedsrichter Kazanzi bleibt dabei. Es gibt Strafstoß für Wiener Viktoria. Hussein Batze. 1:1 Ausgleich. Schickt Haas in die andere Ecke und trifft also zum Ausgleich für Wiener Viktoria. Die Freude riesengroß bei Hussein Pazzi. Die Viktoria also wieder da. Ausgleich. Aber nur kurz drauf, die Admira wieder mit dem nächsten Angriff. Natürlich Zirkovic, wer sonst? Geht da an Rauchecker vorbei und der macht's 2:1. Herrlicher Schuss ins lange Eck. Keine Abwehrmöglichkeit für Amberger, aber die ganze Verteidigung der Viktorianer nicht im Bilde. Da attackiert keiner, das müssen sie doch schon mitbekommen haben, dass Zirkovic kein Schlechter ist. Die Polsterelf probiert nochmal alles. Bakinci verliert da den Ball und dann läuft man in Konter. Hellermann auf natürlich Zirkovic und da haben wieder nur Millimeter gefehlt. Auf der rechten Seite war Daniel Kalajdzic freigestanden. Aber jetzt wieder mal alleine versucht. Dann die größte Chance zum Ausgleich. Viktor Petrovic war es. Sein Schuss geht aber knapp am Tor vorbei. Den hat er nicht richtig getroffen. Die größte Chance aufs 2:2 für Wiener Viktoria. Dann Haas. Jetzt leitet er mal einen Angriff ein, denn Milutinovic lässt der Kalajdzic vorbeiziehen. Anberger in höchster Not. Noch zum Eckball. Gut gemacht von Daniel Kalajdzic, dem Bruder des Stuttgart-Legionärs. Dann diese dumme Aktion von Tetsu Horiuchi. Genau neben Kazanzi schlägt er nach. Kronberger bekommt auch gelb fürs Halten, aber Horiuchi bekommt rot wegen der Tätlichkeit. Und dann gibt es Gespräche noch zwischen Kazanzi und Zirkovic. Die letzte Möglichkeit im Spiel haben wieder die Admiraner. Das ist wieder Kalajdzic, der scheitert an Anberger. Den Admiranern wird es egal sein. Sie gewinnen das Duell hier in Meidling am Kunstrasen mit 2:1. Ja, der Geißbock, der hat es anscheinend schon vor dem Spiel gewusst, wer gewinnen wird und gab Helmes das Siegerbussi. Für den Admira-Coach war es gleich der erste Erfolg als Trainer der Südstädter. Eine tolle Vorstellung, zauberte auch Admiras Supertalent Alexander Zirkovic am Kunstrasen. Er war mit einem Doppelpack der Matchwinner der Admiraner. Der letzte Sieg der Juniors liegt übrigens auch schon etwas länger zurück. Genauer gesagt am 1. November 2019. Damals gab es ein 5:1 gegen Neusiedl am See. Ja, zwei Spiele haben wir also schon gesehen, zwei Folgen gleich. Dazwischen machen wir jetzt aber eine kurze Werbeunterbrechung und sind gleich wieder mit der dritten Liga hier auf Krone TV zurück. Auf Wiedersehen. Themen, die unser Land faszinieren. Das Beste aus Sport, Entertainment und Lifestyle. Reportagen, die so richtig unter die Haut gehen. Krone.tv ist der brandneue TV-Sender der Kronenzeitung.
Brennpunkt, der österreichische Polit-Talk mit Katja Wagner. Stiegenhaus West mit Max Schmiedl. Jetzt poscht's. Jenny blickt hinter die Kulissen auf ihre eigene frische Art. Empfangbar auf Satellit A1 und Simply. Willkommen zurück in der dritten Liga auf KRONE.TV. Die Admira Juniors und Bruck an der Leiter haben ihre Auftaktspiele also schon gewonnen. Das gleiche Ziel hat jetzt der ASV Straßburg vor Augen. Die Burgenländer müssen aber am Wienerberg zum unberechenbaren FC Mauerwerk. Die Elf von Trainer Rieger kann an einem guten Tag alle Mannschaften schlagen, allerdings an einem schlechten auch gegen jeden verlieren. Das letzte Duell der beiden Teams ging mit einem 5:2 deutlich an Straßburg. Revanche ist also beim Heimdebüt angesagt. Neue Spieler, neue Heimstätte, altes Ziel. Der FC Mauerwerk will natürlich gut in die Saison starten, eine Dreier holen gegen Straßburg, die aber mit der ersten Möglichkeit Korn holt. Der Ball wird abgefälscht von der Mauer und die erste Möglichkeit ist vorbei. Knessel da mit dem Ball zum Abstoß. Mauerwerk in Weiß, von rechts nach links mit Stojanovic mit dem ersten Ball in die Tiefe. Antonio Vidovic prüft als Stifter zum ersten Mal in dieser Partie. Dieses Duell wird es noch öfters geben. Dann Krön holt sich da den Ball wieder nach einer Leichtsinnstart der Straßburger Abwehr. Ida, Keisuke Ida, der Japaner im Team von Mauerwerk in dieser Multikulti-Truppe. Zu direkt auf Stifter und Franz Lederer, der sieht einen Eckball seiner Mannschaft. Kornholz, Kosic und dann ist es Knessel. Jovetic war da auch mit dabei, aber Knessel ist dann der Torschütze. 1:0 für die Gäste. Jovetic köpft da Knessel an und von dem springt der Ball ins Tor. Trainer Rieger kann nicht zufrieden sein, aber seine Mannen fighten zurück. Schwerer Fehler, Klaus-Peter Buhr. Vidovic sagt Danke, 1:1, 2 Minuten nach dem Führungstreffer der Straßburger, Antonio Vidovic mit dem Ausgleich. Aber pur mit dem Ballverlust, Stojanovic spritzt da dazwischen und Vidovic lässt sich so eine Möglichkeit nicht entgehen. Der Vollblutstürmer trifft also zum 1:1. Franz Lederer sieht das immer noch sehr gelassen, aber er sieht die nächsten Angriffe der Heimischen. Solomon Duha mit dem Lauf auf der Seite, Christopher Krön mit dem Abschluss, aber auch das kann er besser. Schlecht getroffen, dann gibt es einmal eine Trinkpause für beide Mannschaften. Heiß war's, Kornholz mit der nächsten Flanke und dann ist es wieder heiß vor dem Tor vom Mauerwerk. Dieses Mal ist es Dejan Kosic, der an Marko Mikulic scheitert. Und dann Keisuke Ida mit dem Foul an Schiedsrichter Erik Kahner, aber zuvor schon ein Foul an Solomon Duha. Also Freistoß für Mauerwerk, behandelt muss aber nicht Duha werden, sondern Schiedsrichter Kahner. Gelbe Karte gab es aber keine für Keisuke Ida, dafür einen Freistoß für Alexander Kuhan. Führung für Mauerwerk, 2:1, herrlicher Freistoß von Alexander Kuhan, dem Weißrussen im Dress der Simmeringer. Über die Mauer gezirkelt. Stifter war da zwar noch dran, kann den Ball aber nicht abwehren und Mauerwerk führt mit 2:1. Und die wollen jetzt mehr. Ida mit dem Eckball, Vidovic mit dem Kopfball, aber keine Gefahr für Stifter. Mauerwerk kontrolliert das Spiel. Straßburg kommt nicht wirklich ins Spiel. Wenn aber über Knessel, Markic und das ist Dominik Kovac. Das ist noch eine der gefährlichsten Aktionen der Straßburger im ersten Abschnitt. Dann war Halbzeit. Mauerwerk führt also durch die Treffer von Vidovic und Kuhan mit 2:1. Und nach dem Seitenwechsel dreht einer auf. Und das ist er, die Nummer 11, Mamun Kashoa. Herrlicher Pass auf Vidovic. Abseitsstellung. Stifter wäre da noch dran gewesen. Hätte den Ball an die Stange abgelenkt. Treffer hätte nicht gezählt. Aber herrliche Aktion von Kashoa. Und da hat Trainer Rieger gut lachen, denn der kommt schon wieder. Zweikampf gegen Buchecker, dann fällt er und das gibt natürlich Strafstoß für Mauerwerk. Buchecker mit dem Rutscher und erwischt Kashoa da am linken Fuß. Der kann nicht weiterlaufen, 11 Meter. Buchecker ärgert sich. Nemanja Stojanovic verwertet, eiskalt, 3:1, eingesprungener. 11 Meter, Stifter ohne Abwehrmöglichkeit. Mauerwerk erhöht auf 3:1.
ausgeschaut und verladen. Stift ohne Abwehrmöglichkeit und dann geht's ab zum Jubeln. Zu Momo Trabelsi, dem Co-Trainer der Simmeringer. Kosic. Kornholz. Aber die Trausburger hören nicht auf. Anders. Gut gespielt und das ist wieder Kovac. Gute Aktion. Leider zu schwach der Abschluss. Mikulic kann den parieren. Franz Lederer hat gut lachen. Seine Mannschaft wird ein bisschen besser. Kornholz mit dem Heber. Schlechte Abwehr vom Mauerwerk. Anders. Aber wieder ist es Mikulic im Tor vom Mauerwerk, der den Ball pariert. Marco Anders mit dem Wolleversuch. Die Trausburger mit dem nächsten ruhenden Ball. Dann ist es der eingewechselte Matthias Müller, der so mit dem Kopf oder mit der Schulter den Ball schlecht trifft. Die nächste Möglichkeit vergibt. Dann wieder Kornholz mit dem weiten Pass. Und jetzt schauen sie sich diesen Lauf an. Mamon Kaschur. Vorbei am ersten. Die anderen wie Slalomstangen stehen gelassen. Und dann Endstation Stifter. Herrlich gemacht vom Israeli. Einzig und allein das Tor hat gefehlt zur Krönung dieses Angriffs. Kosic, Spielerei und dann ist es wieder Kaschor. Der ist wieselflink, technisch hervorragend und hat auch das Auge für die Mitspieler. Gute Möglichkeit für Mauerwerk. El Sayed mit dem Schuss am langen Eck vorbei. Jetzt könnte es gut und gerne schon 4:1 stehen oder 5:1. Mauerwerk mit der nächsten Möglichkeit. Papa Dimitriou und das ist eben ein Verteidiger, der macht ihn nicht rein. Es bleibt beim 3:1, Mauerwerk besiegt, also den ASV Trasburg. Und fährt die ersten drei Punkte ein. Ja, der FC Mauerwerk geht also als klarer Sieger in diesem Duell hervor und startet mit einem 3:1 in die neue Saison. Die Trasburger waren an diesem Tag nicht wirklich gut und konnten sie Simmeringer nicht wirklich fordern. Wir haben nach dem Spiel noch ein paar Stimmen zum Match für sie eingefangen. Ja, 3:1 zum Auftakt kicken. Trasburg ein wichtiger Sieg. Für Selbstvertrauen auch. Mauerwerk hat das Spiel gut im Griff gehabt. Ja, wir sind gut gespielt. Ich bin zufrieden. 3:1 gewonnen. Wir sind unser Spiel gespielt und haben nicht Gegner viel Chance zu lassen. Und ja, ich kann sagen, dass von meiner Seite war alles korrekt und ja, für Selbstvertrauen war sehr wichtig. Jetzt ist man spielfrei, ÖFB Cup ist, nächstes Spiel dann übernächste Woche quasi. Wie nutzt man jetzt die Zeit wieder mit hartem Training? Ja, natürlich, diese Woche trainieren wir noch hart und dann nächstes Spiel ist, ich glaube, Dienstag gegen Wiener Linien. Ich hoffe, dass wir gespielt, weil die haben diese Probleme jetzt momentan mit Coronavirus, aber ich hoffe, dass wir spielen und haben wir jetzt viel Zeit zur Regeneration und noch paar Sachen verbessern und ja, wir gehen wieder Viktoria auch zu meinem Sieg. Jetzt habt ihr fast eine komplette Mannschaft wieder ausgetauscht, nur einige Spieler vom Vorjahr geblieben. Ist man da jetzt schon eingespielt oder kann man sich mehr noch vom Mauerwerk erwarten? Ja, natürlich. Noch mehr können sie erwarten, weil diese paar Spieler von früher, wir sind hier und diese neuen Spieler, welche sind gekommen, kommen rein in unser Spiel, dass wir spielen guten Fußball, wir wollen immer spielen und so und können Sie warten noch mehr von FC Mauerwerk. Ja, bittere Pleite zum Auftakt, 1:3 gegen Mauerwerk verloren. Zwar in Führung gegangen, aber dann gleich prompt den Ausgleich bekommen. Ein verdienter Sieg von Mauerwerk, wie hast du die Leistung deiner Mannschaft gesehen? Unterm Strich war es ein verdienter Sieg, eben weil, wie du gesagt hast, wir das Momentum nicht länger halten haben können. Haben dann noch beim 1:1 den Kopfball, wo Kosic den Ball nicht über die Linie drücken kann und im Gegenzug mehr oder weniger bekommen wir einen Freistoß, ein unnötiges Foul und dann steht es nicht 1:2, sondern 2:1. Und dann hat Mauerwerk gezeigt, dass sie, wie gesagt, eine ausgepuffte Truppe sind. Und wir haben heute einfach phasenweise überhaupt nicht das bringen können, was wir normal imstande sind. Ich wollte gerade sagen, ich habe Trasburg gegen Rapid gesehen, gegen die Kampfmannschaft von Rapid. Ein ganz anderes Auftreten gewesen, vor allem in der ersten Halbzeit, das hat man heute nicht an den Tag bringen können. Warum war das so? Das ist die Frage. Ja. Und die gilt es zu lösen. Man kann einen schlechten Tag haben, das haben sicher einige heute gehabt. Das Wetter ist für alle gleich, also da gibt es keine Ausrede. Das ist einzig eine Kopfgeschichte. Also ein Spiel lebt von Auf und Abs. Du kannst nicht bei 2:0 sagen, okay, der Kass ist gegessen und bei 1:2 genau in die andere Richtung. Das muss in uns rein. Wir spielen bis der Schiedsrichter abpfeift und wenn wir bei 3:1 ein Tor machen, bin ich überzeugt, dass wir noch an das 3:3 ranschnuppern.
Jetzt gibt es ja noch die Fleißaufgabe, ÖFB Cup steht vor der Tür. Eine leichte Aufgabe, ne? Ja, wir dürfen wieder in Wien auftreten, ist ja nicht so schlecht. Aber natürlich ganz klarer Favorit ist der FAC, da gibt es kein Wenn und Aber. Aber wir wollen uns teurer verkaufen wie heute, das ist einmal klar. Straßburgs Trainer Franz Lederer war also überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Vielleicht gelingt den Burgenländern ja am Samstag im ÖFB-Cup-Spiel gegen Zweitligist FAC mit einer starken Leistung eine Überraschung. Unser Topspiel der Runde ging in Leobendorf über die Bühne. Die Elf von Trainer Sascha Laschet hat aus der abgebrochenen Saison viel gut zu machen und hat sich für das Match gegen Neusiedl am See somit einiges vorgenommen. Die letzten Duelle gegen die Burgenländer gingen mit 0:0 und 0:3 aber nicht gerade positiv aus. Solch ein Ergebnis würde Neusiedls Spielertrainer Sascha Steinacher gerne wiedernehmen. Doch ein Spaziergang unter der Burg Kreuzenstein wird es mit Sicherheit keiner werden. Neue Saison, neues Glück für den SV Sparkasse Leobendorf. Nach der Horrorsaison, die Gott sei Dank abgebrochen wurde im letzten Jahr, will man es heuer besser machen auf der Gegner. Unter der Burg Kreuzenstein ist der SC Neusiedl am See und die haben eine ganz schwere Saison vor sich. Mit Spielertrainer Sascha Steinacher und mit der ersten Möglichkeit. Die Leobendorfer bekommen da den Ball nicht weg. Patrick Ulig, der Ex-Leobendorfer, bekommt nochmal die Möglichkeit. Erster Warnschuss aufs Tor von Lukas Schweiger. Ball geht aber doch dann recht deutlich drüber. Die Leobendorfer ebenfalls mit einem Weitschuss. Neuzugang Kevin Aue versucht sich da, aber auch sein Versuch ist nicht besser wie der von Ulig. Das erste Abtasten in diesem Spiel ist also vollbracht. Sascha Laschet, der will mehr sehen von seiner Mannschaft. Dann Steinacher, Ballverlust von Steinacher und dann geht's schnell. Das ist Miesenböck, sensationelle Parade von Kraus. Da bekommt er die rechte Hand noch rauf. Aber toll gemacht, Ungar auf Miesenböck. Der macht eigentlich alles richtig, aber rechnet nicht damit, dass Kraus den noch rausfischt. Tolle Parade. Der darauf folgende Eckball, Ungar. Dann kommt der Ball irgendwie noch einmal zu Dilic. Gegen Steinacher, Emir Dilic. Legt den Ball zurück auf Aue. Die Leobendorfer mit Ballglück, Batoha. Und dann ist es Milosevic, 1:0. 15. Spielminute, Miroslav Milosevic. Der Regisseur bei der Laschet-Elf macht es persönlich. Der Neuzugang aus Oet gekommen. Gut gemacht von Bator. Und da fackelt er nicht lange. Milosevic macht das 1:0 durch die Hosenträger von Kraus. Da war nichts zu halten für den Keeper der Neusiedler. Die Antwort der Seestädter Steinacher in die Mauer. Patrick Hinzl. Aber so richtig gefährlich war auch der Schuss nicht. Lukas Schweiger darf wieder von hinten den Ball holen. Dann ist es Branic gegen Boland. Branic mit etwas Glück kommt der Ball zu Miesenböck und der geht drüber. Da war Kraus jetzt nicht mehr dran. Nächste tolle Möglichkeit für die Heimischen. Ausgelassen von Miesenböck. Dann ist Halbzeit. Leobendorf mit leichten Vorteilen. Und auch am Ergebnis leicht vorne, 1:0, also die Führung der Leobendorfer. Dann Wodiczka und Engoele, die vertändeln da den Ball an drei Leobendorfer. Was ist denn das, Okan Selig, mit dem Abspiel auf Milosevic und den hat er sich zu weit vorgelegt. Top-Chance für die Heimischen. Milosevic weiß, da hat eine große Möglichkeit vergeben, Kraus hat da aufgepasst. Aber sie kommen schon wieder, Milosevic auf Branic, der auf Miesenböck, dort 2:0. Aber Schiedsrichter Hasanovic hat etwas dagegen, Abseitsstellung von Miesenböck. Und das ist richtig, ganz knapp vorne, obwohl Branic da direkt querlegte. Sie erkundigen sich nochmal untereinander, Treffer hat aber trotzdem nicht gezählt. Dann wieder Kevin Aue, wieder gut gemacht und knapp daneben. Nächste gute Möglichkeit für die Leobendorfer. Guter Schuss, aber leider das Ziel verfehlt. Dann ist es Branic gegen Boland. Branic, immer noch Branic. Endstation Kraus, wie so oft in diesem Spiel, rettet er seinen Neusiedlern.
Herrlich gemacht von Oli Pranic. Da drei Neusiedler aussteigen lassen, aber Kraus mit der Parade. Dann nochmal. Oli Pranic, Übersteiger, so kennen wir ihn. Stange. Da wäre Kraus nicht dran gewesen, oder doch? Eckball hat es gegeben, der hat nichts eingebracht. Die Leomdorfer, die gewinnen auf jeden Fall das Auftaktspiel mit 1-0 gegen Neusiedl. Er war Man of the Match, er hat getroffen, Miroslav Milosevic im ersten Spiel in der Meisterschaft. Und dann gab es noch eine Lichtparty in Leomdorf. Regisseur Miroslav Milosevic erlöste die Leomdorfer mit seinem Goldtor und sicherte der Laschet-Elf nach einer sehr, sehr langen Durststrecke wieder einmal einen Sieg. Neusiedls Goalie Martin Kraus verhinderte mit einigen tollen Reflexen sogar eine höhere Niederlage seiner Mannschaft. Hören wir einmal rein, was Sascha Laschet und Patrick Kinzel nach dem Spiel zu sagen hatten. Wie schwer war dieses Spiel, wie schwer war dieser Sieg? Ja, schwer, weil es bis zum Ende eng war, weil wir die Chancen, die wir gehabt haben, leider nicht verwerten konnten. Das ist eine Geschichte, die wir schon länger haben, sage ich mal. Ich denke, wir haben nicht viel zulassen. Wir haben drei Torschüsse zulassen, wobei einer aufs Tor gegangen ist. Und auf der anderen Seite 18 Versuche gehabt und leider die Tore nicht gemacht. Martin Kraus hat des Öfteren ein Tor verhindert. Paraden, Miesenböck, dann Pranic öfters. Kann man zufrieden sein mit der Leistung? Bist du weniger zufrieden oder sagst du, für uns war jetzt einmal wichtig, dass wir angeschrieben haben, die drei Punkte geholt haben nach unserer verkorksten Saison im Vorjahr? Na klar, wir haben, glaube ich, das letzte Mal vor einem Jahr gewonnen gegen die mit der Linie dort zu Hause. Ein bisschen ungewohntes Gefühl. Natürlich bin ich mit dem Sieg zufrieden, mit der Leistung grundsätzlich ja. Wir haben viel Chancen erspielt, nicht viel zulassen. Wir haben es nicht klar genug ausgespielt, oft einmal vor dem Tor oder im letzten Drittel waren wir nicht klar genug. Und auch im Spielaufbau hat mir ein paar Sachen nicht gefallen, da waren wir zu träge, ein bisschen zu Schablonen oft hat das ausgeschaut. Da müssen wir dran arbeiten, aber ja, drei Punkte gemacht beim ersten Spiel ist einmal wichtig, angeschrieben und das ist das Positive. Ja, Patrick Kinzel auch gefragt, wir haben gesehen, viele Fehlpässe, viele Leerläufe oft. Ist das geschuldet durch die erste Runde oder sagst du, naja, wir waren nervös, wir haben lange nicht gewonnen und das steckt natürlich auch in den Knochen der Spieler. Ja, wie gesagt, habe ich schon gesagt, wir sind nicht klar genug gewesen im Passspiel. Von der Bewegung her waren wir nicht optimal unterwegs. Aber es war eine lange Zeit, wo wir kein Pflichtspiel gehabt haben. Ich glaube, 6 Monate, wenn ich mich recht erinnere oder wenn ich es recht im Kopf habe. Und ja, man nimmt halt die Fehler gerne in Kauf, wenn man gewinnt. Wenn man nicht gewinnt, ist halt eine andere Geschichte. Aber ja, 3 Punkte gemacht. Wir werden daran arbeiten, dass das besser wird. Schauen wir mal, ob es weitergeht. Ich denke, nächste Woche ist Cup, da werden die Amateurmannschaften alle getestet und dann schauen wir, was rauskommt. Da hast ja du gemeint, da wird jetzt einige dann aufstehen und dann werden einige vielleicht nicht spielen. So wie es ausschaut, sind jetzt schon zwei Mannschaften betroffen oder sogar drei, glaube ich. Ist halt eine Geschichte, wo ich finde, es müsste irgendwie zu einer Normalität führen, weil ich glaube, dieses Coronavirus wird uns begleiten jetzt auf unserem Weg und irgendwo muss man da eine Lösung finden, um das einfach weiterzuführen, weil ich denke, Fälle wird es jetzt immer wieder geben und wie das endet, das weiß man halt nicht, weil man kann nicht einfach immer absagen, ist schwer, ich weiß es, ich möchte die Entscheidung nicht treffen, aber es wird immer wieder Fälle geben, das ist fix und deswegen glaube ich, da muss man irgendeine Lösung finden, mit der jeder leben kann, aber ja, nochmal. Man kann es nicht ändern, die Leute, die da zu entscheiden haben, ich möchte es nicht sein. Aber ich glaube, dass die Corona-Fälle sich häufen werden im Fußball, vor allem im Amateurbereich. Und da muss man irgendeine Lösung finden, weil, wie gesagt, ich denke, dass jetzt nicht auf einmal kein Fall mehr sein wird. Und die Auflagen, die du hast, finde ich vernünftig, okay. Aber wenn du 3 hast, darfst du nicht mehr spielen. Und mit 2, das ist alles ein bisschen verwirrend. Aber ich denke, die Herrschaften, die das zu entscheiden haben, werden da eine Lösung finden. 3 Punkte hast du geholt. Die 3 Punkte waren auch eingeplant in deiner Tabelle. Oder gibt es die wieder nicht? Die gibt es für mich, aber offiziell wird nichts mehr gemacht. Patrick Kinzel, 0:1 hier zum Auftakt gegen Leomdorf. Offensiv war wenig los. Defensiv hat man es eigentlich relativ gut gemacht. Aber am Ende steht man mit 0 Punkten da und fährt wieder mit 0 Punkten ins Burgenland. Ja, wir haben gewusst, es ist wieder eine schwierige Partie. Leomdorf ist offensiv sehr, sehr stark. Da haben wir gewusst, wir müssen defensiv sehr, sehr gut stehen. Ich finde, dass wir erste Halbzeit sehr wenig zulassen haben. Vorne fällt uns einfach noch der letzte Pass. Wir haben sehr, sehr viele neue Spieler bekommen. Aber ich glaube, in den nächsten Wochen werden wir das auf jeden Fall noch hinbringen.
Und ich bin guter Dinge, dass wir das vielleicht nächste Woche gegen den WRC schon schaffen. Spätestens gegen Neustadt dann wollen wir anschreiben in der Meisterschaft. Du hast es gerade angesprochen, das Cup-Spiel steht vor der Tür. Man tritt nicht in Neusiedl, sondern beim WRC an. Im Vorjahr hat man ja auch einen Bundesligisten rausgeworfen. Vielleicht gelingt es ja auch wieder. Ja, Admira letztes Jahr da haben wir daheim gespielt, auf unserem kleineren Platz. Das war natürlich ein Vorteil für uns. Aber nichtsdestotrotz fahren wir jetzt nicht nach Kärnten und wissen wir, dass wir dort ausscheiden. Wir wollen dort natürlich was mitnehmen. Es wird ganz, ganz hart. Wir sind krasse Außenseiter. Aber im Cup ist alles möglich und wir wollen uns, wir glauben dran und wir wollen dort natürlich auch aufsteigen und das ist unser Ziel. Ganz kurz noch zum heutigen Spiel gegen Leobendorf. Das, was uns aufgefallen ist, Norbert Schweizer und mir, sehr viele Abspielfehler. Die Laufwege haben vielleicht noch nicht so gestimmt. War das auch zu schulden, dass man heute eher geschaut hat, einmal, dass man defensiv gut steht? Das glaube ich nicht. Der Platz war relativ schwierig zum Spielen, aber sehr holprig. Laufwege, Passwege stimmen noch nicht ganz. Ist dem geschuldet, dass wir trotzdem sehr, sehr viele neue haben. Aber wie gesagt, in den nächsten Wochen werden wir das auf jeden Fall hinbringen. Wiener Neustadt, der nächste Gegner dann in der Meisterschaft, 0-3 verloren gegen Bruck an der Leiter. Viele sagen so Neusiedl, Neustadt, Wiener Viktoria vielleicht so gegen Tabellenende, Platz 10 bis 13. Stimmst du dem bei oder sagst du, na, wir sind eigentlich besser als die anderen glauben? Ich gehe davon aus, dass wir besser sein und das werden wir am Platz beweisen. Keine Rechnungen mehr also von Sascha Laschet für die Öffentlichkeit. Ich behaupte einmal, er hat einen Dreier eingerechnet. Ja, das war's auch schon wieder mit der ersten Runde. In der dritten Liga kommen wir jetzt noch einmal zu den Ergebnissen in der Übersicht. ASK BSC Bruck an der Leiter besiegt den ersten Wiener Neustädter SC mit 3-0. Der SC Neusiedl am See muss sich in Leobendorf mit 0-1 geschlagen geben. Mauerwerk besiegt Straßburg mit 3-1 und Wiener Viktoria unterliegt daheim den Admira Juniors mit 1-2. Die Spiele Stripfing gegen SC Team Wiener Linien und Wiener Sportclub gegen FC Machfeld-Mansdorf wurden abgesagt. Werfen wir auch gleich einen Blick auf die Tabelle. Die ist zwar noch nicht aussagekräftig, aber die Brucker, die können sich diese schon einmal in die Kabine hängen. Immerhin führen sie die Tabelle nach einer Runde in der dritten Liga an. Die Torschützenliste schauen wir uns natürlich auch gleich an. Da führen Matusz Paukner und Alexander Zirkovic ex aequo mit 2 Volltreffern. Das Team der Runde und das Tor der Runde können wir Ihnen heute noch nicht präsentieren. Da fehlen ja noch 2 Spiele, aber ein Tor der Runde, das können wir Ihnen trotzdem zeigen. Dreiskirchens Eldis Bayrami traf im Testspiel gegen seinen Ex-Club Rapid Wien 2 mit einem Prachtschuss. Am Ende siegten die Niederösterreicher, die in der ersten Runde spielfrei waren, gegen den Neo-Bundesligisten mit 2-0. Und hier nochmal der Treffer Eldis Bayrami. Ja, was für ein Treffer von Bayrami, den könnte er sich vielleicht einmal auch für ein Meisterschaftsspiel aufheben. Denn bereits morgen geht es mit 2 Spielen der zweiten Runde weiter. Um 19 Uhr empfängt Tabellenführer Bruck an der Leiter zu Hause Wiener Viktoria. Und dann um 19.30 Uhr muss Dreiskirchen daheim im Spitzenspiel gegen Abbruchmeister FC Machfeld Mansdorf ran. Also eine Gelegenheit für Bayrami, noch so ein Tor zu erzielen. Beide Spiele sehen Sie natürlich bei uns im Livestream auf krone.at und auf unserer Facebook-Seite der dritten Liga. Ich darf mich bei Ihnen schon verabschieden und bedanke mich fürs Zusehen hier bei uns auf krone.tv. Die dritte Liga gibt es wieder am Donnerstag. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit unserem weiteren Programm. Wiederschauen.